andere Richtung. Als Wendefigur ein Messerflug haben die mit zwei halben Rollen und Drehrichtungswechsel aufwärts. Und eine halbe Rolle abwärts, Ausflug und Rückenfluglage. Es folgt die Cobra-Rolle mit einer Dreiviertelrolle aufwärts, im Messer geflogen, die Spitze und eine Dreiviertelrolle abwärts. Als Wendefigur ein Halbkreis mit vier Viertelrollen. Jetzt kommt die sogenannte Torgrolle, in dem Fall zwei halbe Torgrollen. Hängt jetzt am Antrieb, ein moderner Koaxialantrieb, dreht sich 180 Grad in die eine Richtung und dann wieder 180 Grad zurück. Jetzt wieder hoch an die Hallendecke mit einem halben quadratischen Looping mit zwei Viertelrollen abwärts. Viertelrolle zurück in Normalfluglage und es fehlt nur noch die obligatorische Landung. Start und Landung werden hier nicht bewertet. Der Weg nochmal zum Abschied. Das ist in der Kunstflug in der nationalen Fluge. Markus Solitsch, Dankeschön. Senkrecht. Damit kann das Modell senkrecht abheben. Und auf der rechten Seite zweimal von der Firma Graupner die X44, ein Handelflügler und vier Triebwerksfeuer, die geschenkt werden. Das ist der letzte Schrei. Flugzeuge, die sowohl wie ein Helikopter fliegen, als auch wie normale Flächenflieger. Thank you.
nicht lustig aus und fliegen Flieger vorbei. Dann bring ich zu ihnen nach. Achten Sie auch auf den Piloten selber, was es alles macht beim Fliegen. Thank you.
Ja, vielen Dank für Willi Gunzer Drachen, Flüsterer und Jonathas Pauzolis mit seinem grünen Drachen.
Schauen Sie genau hin, das geht direkt beim Start synchron los. Paulsolis und Ignaz Matulevicius. So, ich habe Ihnen ja eine abwechslungsreiche Show versprochen. Am Start jetzt Jürgen Willig mit einem sogenannten Vektorkeil. Das ist sowas ähnliches wie ein Drachen ohne Schnur. Der Motor ist kardanisch aufgehängt und der Pilot bestimmt, wo es lang geht. Thank you.
Thank you.
wünsche euch viel Spaß, gute Aufsehen und bis zum nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. War sehr schön.